Hands up, then we gonna drop. Falsche Hilfe, Kapitel 2. Was ist denn da schon wieder für Rufzeichen drinnen? Was haben wir jetzt schon gemacht? Verwaltung des Postens. Mit diesem Computer kannst du deinen Posten verbessern, die täglichen Kosten für ihre Wartung kontrollieren und die Statistik deiner Arbeit überprüfen. Stell zusätzliche Wachen ein, um die Verteidigung der Polizeistation zu verbessern. Baue Gebäude auf, um mehr Platz zu gewinnen oder deine Wahrnehmungsfähigkeit zu erhöhen. Kauf neue Polizeiautos, um Verbrecher effizienter zu verfolgen. Oha, Alter, was man da alles machen muss, und ich hab $60. Auch nicht schlecht. Wachmeister Maximov. Gehalt $25, Gesundheit. Upgrade 350, okay, das ist zu wenig. Wachtmeister, Wachtmeister. Hey, da kann ich einstellen, okay. Vorzeige, ja, der Bus, genau. Kapazität 16, Gefangene 5, Unterhalt 15. Ja, Maximalgeschwindigkeit. Ohoho! Hey, ich bin ein Unimog! Grazdug B9, meine Damen und Herren. 1700, Alter, den brauche ich. Was für Gebäude? Mein Wohnwagen. Upgraden. Also, du kannst die Sachen upgraden. Lager, Statistik. Okay, wir müssen jetzt effizient arbeiten, weil wir brauchen so einen Panzer. Time to play, 330 Zuschauer, tschüss. Warum tschüss? Ist da das zu viel oder was? Du brauchst einen Sniper, aber sowas von, so, was haben wir da? Embargo für Waren. Nach dem Enthüllung über Verbindungen zwischen Bürgern der Königreichs Erkai und kriminellen Gruppen hat die Regierung ein Embargo für alle Waren aus dem Land verhängt. Fahren die Waren und Gepäck aus dem Königreich Erkai transportieren, ist die Einreise untersagt. Okay. Müssen wir uns auch merken. Schmuggler. Nationalität Albarak. Alter des Fahrers 35 und Fahrzeugfarbe rot. Okay. Komm rein, Kollege. Werden wir gleich wieder. Alter. Ovi, Hausen-Ovi, Gummihandschau, zweimal husten. Schau, Alter, du hast einen Botschen. Das wird dir wahrscheinlich sowas von Tuttle-Orange sein. Ah, der rote da hinten ist mir schon verdächtig. Ach du Scheiße. Da fehlt der Kuh nochmal und so. Kollege. Reih mich nicht so deppert von der Seite. Aber Papiere her! Hä? Hey! Schau ja aus, als möchte ich dir einen Kaffee klatschen mit dir halten oder was? Halt die Goschen, wenn ich mit dir rein. So, was hat er mit? Kohle. Na gut, das haben wir jetzt auch festgestellt. Königreich von Erka. Okay, das ist Nationalität. Ist die Einreise was? Handel. Jaksaf. Okay, tut mir sorry, aber es ist deine Nationalität. Gepäck aus dem Königreich Erkai transportieren, ist die Einreise untersagt. Ja, dann tut's mir leid für dich, aber was sie machen. Emek, Jaksai, das passt eigentlich alles. Es passt da alles. Es passt die. Ach, denn das passt da alles. Aber, was muss ich jetzt ankreuzen? Täglich aktuelle Bestimmungen. Das wird das sein. Tut mir sorry, Kamerad, du darfst schon wieder umdrehen. Das ist ein falsches Königreich. Money, let me funny, oh ja. Halt die Schnauzen, verpiss dich, ich kann nichts dafür, Alter, wenn dein Königreich scheiße ist. Geh weiter. Aber hurtig. So, Kollege, rotes Auto. Und so auffällig rot, dass wir jetzt schon wissen, dass der Schmuggler ist. So, die ersten $100, ich will deinen Panzerwagen haben. Schorle. Ja, wenn mich nicht aussteige aus. Aber sofort. Und schau, dass du Meter gewinnst. Ja, ist notwendig. Dankeschön. Halt die Gauschen, du wirst der Schmuggler gesucht. Interessiert kein Schwanz, halt die Gauschen, ich rede mit dir! Wenn ich irgendwas finde, dann drehe ich dich heim! Kannst nur beten, dass ich nichts finde bei dir! Reifen hätte ich noch nichts gesehen, da habe ich auch noch nichts gesehen. Da hätte ich auch noch nichts gesehen.
bin gerade ein wenig getempert. Auch nicht. Jetzt irgendwas übersehen. Es ist doch ein rotes Auto. Ist das nicht der? Irgendwas passt nicht. Das ist. Ich meine, noch auffälliger Rot kann die Hitten ja gar nicht sein. Die Reifen haben kein Schlangenzeichen haben. Im Kofferraum ist auch alles sauber. Kotflügel sind sauber, innen ist auch nirgends mal was. Du wirst, was ist mit deinem Scheiß? Was redet der die ganze Zeit? Ich trage dich gleich heim, jetzt der Alter, sei froh, dass ich nicht lese. Ja, da ist nichts. Was soll ich machen? Kannst du unter das Auto vielleicht? Nein, das geht tatsächlich nicht. Ich habe nichts gefunden. Was sagen deine Papiere zu dir? Valenti Kotzlov. Valenti Kotzlov. Ausweis, Papiere passen. Ah, Gültigkeit ist vorhanden. Ich habe nichts gegen ihn in der Hand. Juli 45. 36. Wir suchen einen 32-Jährigen, glaube ich, und ein rotes Auto. 35. 5. Na? Der ist tatsächlich auch noch 35. Alter, zwei Punkte treffen auf ihm zu, aber ich finde nichts. Was steht da? Einer unserer Informanten innerhalb der schwarzen Schlangebande hat wertvolle Informationen über eine weitere Schmugglersendung. Nachdem wir. Hä? Aber ich habe alles kontrolliert. Was soll denn der schmuggeln? Ist Fahrer, was Respekt rein dazu, sehr Liebe geht raus. Ob uns ja kommen ein paar. Ich habe alles kontrolliert, ich finde da nichts. Schau auf die Decke. Ey, das habe ich auch noch. Du hast vollkommen recht. Ne, da ist aber auch nichts. Ich muss ihn geil lassen, ich finde da nichts. Hast du was mit? Junge, du wirst gesucht. Warte, ich hilf dir kurz. Meinungsverstärker. Hast du irgendwas eingepackt? Ob du was einpackt hast, hab ich gefragt! Nein, hat er nicht. Okay. Du darfst übrigens fahren. Ich finde doch nicht. Lal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 
Svego dinara. Ausweis. Žembo de to poriadka. Hoppala. Das Königreich von Erka. Brauche ich gar nicht kontrollieren, du darfst wieder umdrehen. Danke, Wiederschauen. Das ist der Antarktis nach Öl gebohrt wird. Ja, was soll ich dazu sagen? Was soll ich jetzt machen, Alter? Ich werde mich dort festpicken. Servus, bin auch mal wieder da. Sehr Flo, grüße! Alter Leute, wann geht überhaupt schon wieder Hype Train? Ihr seid heute schon wieder so abartig. Und ihr wisst, heute gingen die erste zwei von den vier begrenzten Markwell Original Logo-Zippos weg für die Erstplatzierten. Und da gibt es noch eine Partie, ich meine, jetzt momentan führt tatsächlich keiner. Recoborn und Stero, ihr zwei müsst euch das noch ausschnapsen, weil sonst da müssen wir das auf nächste Woche verschieben. Ich kann nicht drei verschicken, es tut mir leid. Ihr müsst noch schauen, wer es jetzt haben will. Was ist da eben deine Meinung zur Abschaffung von Bundesländer? Was redest du, Christian? Alter, bin ich irgendwo die letzten zwei Jahre geschlafen oder was? Ich liest da Sachen, Alter, wo ich nicht weiß, ob du mir gerade einen Bullshit verzählst oder ob das jetzt gerade wahr ist. Ich tippe mal auf Bullshit. Warin, was hat denn der da? Sack Kartoffeln. Kauft Zigaretten. Dankeschön für die Kohle. Ich hab noch Waffen mit. Okay, danke. Immer wurscht, du hast ein Schmugglerfahrzeug. Steig aus. Hey Bunny, danke für 200 Bits. An meine Moderatoren. Ist schon wieder so weit wegen einem Hype-Train. Ich weiß gar nicht, wann der letzte war. Da, Ausweis, Papiere, aber schnell. Dankeschön. Jetzt wird aber mal da durchgecheckt. Ich vertraue dir nicht. Stero, danke für den Sub. Liebe geht raus. Es ist noch zu früh für den Hype-Train, Leute. So, schauen wir mal. In 2 Minuten, Leute, da müsst ihr noch warten. So. Ich schau mal da oben aus. Und mal irgendwas. Kollege, das gibt's nicht. Alles trifft auf die zu, Alter. Und trotzdem hat er keine Schmuggelware mit. Irgendwas passt mir da nicht. Aber ich kann ihm nichts nachweisen. Ist das ein reiner Zufall gerade, dass wahrscheinlich schon wieder das Alter samt der Autofarbe zusammenpasst und trotzdem nichts drinnen ist? Dann muss das wirklich ein reiner Zufall sein. Gibt's sowas auch? Nochmal überprüfen. Nein, das Alter passt jetzt diesmal nicht. Sicher passt, Entschuldigung. Alter passt, Farbe passt. Aber da ist alles richtig, alles mit rechten Dingen. Ich muss ihn passieren lassen. Ja, geh weiter, ich war jetzt neugierig, was jetzt kommt, ob das jetzt richtig war oder nicht. Ja, ich schaue auf die Herkunft, das stimmt nicht. Auf ihm zu. Wo ist die Herkunft? Warum soll das nicht passen? Doch! Perfekte Inspektion! Rät's mir nicht immer alle einen Scheiß ein! Ist mir immer alle deppert machen wollt's! Dei auf der Tafel. Ja, kennst du, es war ein perfektes Ding. Also, hat alles passt. Wartet einmal, ich muss die Waffen weglegen. Jedes Mal scroll ich auf eine Waffe, dann schieße ich wieder irgendeinen über den Haufen. Das wollen wir ja auch nicht verantworten. Nächster, einer. Hopp, hopp! Warte mal, wenn ich noch meinen Panzer. Ich darf keine Fahrzeugmängel irgendwie begrüßen. Aber die Scheibenwischer sitzen. Alter, Amara, du schaust schon aus wie ein Schwerverbrecher. Ich würde dir mal kurz bitten zum Aussteigen. So. Wo steht da jetzt dann auch wieder alles? Ist das noch alles gleich geblieben? Rot 35 Alpark. JVB. Jugendvolkspartei ist er. Okay, wissen wir, da ist er. So, Kollege. Ich schau mal aus. Ja, passt. Renn nicht so viel, Alter. Ich vertrag das nicht um die Uhrzeit. Halt die Gauschen, hab ich gesagt. Du brauchst mir nichts verzöhnen, aber ich entscheide, wann du die Pappen zum Aufreißen. Halt die Gauschen. Halt die Gauschen. Hörst du mich nicht schlecht, oder was? Dankeschön. So, jetzt können wir wieder eine normale Konversation. United Rally passt auf jeden Fall. Sau, Davi, zwar verflucht. Ja, das passt eigentlich alles. Besuch. Gültigkeit ist auch alles gegeben. Q.
kurz einmal kontrollieren. Ja, Entschuldigung, der macht mich nervös, Alter. Der hört nicht auf zum Schnattern und Schnatter. So, wir gucken trotzdem kurz, Alter. Ich bin heute ein bisschen misstrauisch. Aber ich glaube, es dürfte da jetzt nichts Gravierendes sein. Reifen haben wir geschaut. Ganz zufällig. So, ich glaube, du hast einen leichten Botschen. Ich wollte es nochmal kurz angebracht haben, gell? Nee, ich wollte es dir nur sagen für den nächsten Werkstattbesuch. Das war ein bisschen so eine Aktion für die depperte Schnauzen aufreißen. So, passt, dass der Klick gehabt. So, verpiss dich. Rado tuksayu, Amano. Acho bachista. Ja, vielen Dank, auf Wiedersehen. Hopp, hopp, ich hab keine Zeit. Und gleich der nächste. Einer der gültige Einreise, sag ich ja. Rekuborn, danke für den Sub. Wartet's doch wenigstens. Also, es jetzt, glaube ich, geht schon wieder, gell? So, der hinten schaut einmal aus. Da steig aus. Ich mag da gar nicht immer leben. Ich noch und geh raus, bevor du auf die dumme Idee kommst, dass du weiterfährst. So. Papiere. Wie schauen wir aus? Seife, Kaffeesäcke, Gepäck. Akaristan. Oho. Oho. Da hätten wir schon wieder einen Patienten, der was erstens 35 ist und zweitens aus Akaristan kommt. Und wir suchen, glaube ich, genau die Fälle, oder? Aber 35. 35 ist er, ne? Ist doch 35. Sicher. 81, 45, November passt. Dankeschön, Kollege. Du bleibst jetzt einmal ganz ruhig. So. Rei mich nicht an. Wir müssen mal kurz da. C war's, genau. Die Gauschen, ich hab keine Zeit für die. So, kurz das wegpacken. Kurz einmal gleich durchleichten, weil du bist schon sehr verdächtig, Kamera. Du bist schon kauft. Ich werde mich um die Grenze kümmern, mein Freund. Glaub mir, da kommt nichts mehr durch. Out Andy, danke für 1000 Bits. Blackbird, danke für 2000 Bits. Jetzt hier, traut ihr durch? Oder? Und der Hype Train startet schon mit Level 3 fast, oder was? So, ja, schau, seht ihr das? Seht ihr das da? Sehen wir das, Herr Kollege? Ist da was aufgefallen, Havara? Ist da was aufgefallen, habe ich dich gefragt? Was ist denn das da für ein Zeichen? Hä? Was ist das? Erzähl einmal! Schau mal von der Eigeibel Knie, wie ich krieg da! So fühlt sich das in etwa an! Halt die Gauschen, Alter! Ich werde schon finden, was ich suche. Kann ich das nicht? Dankeschön. Ja, geschissen, bitte nimm das Geld und lass mich fahren. Warte mal ganz kurz, da werden wir noch ein wenig genauer kontrollieren. Ah, hoppala, das wird ich gar nicht. Ja, da ist nichts mehr. Soll ich ihn fahren lassen oder soll ich... Ja, das Geld schon weg da. Okay. Meister, ich finde alles. Rekuborn, danke für den Sub! Alter, Level 2 schon wieder auf 80%, Leute, ihr seid der Hammer. Ja, da haben wir schon zwei Kollegen, weil wir bald einmal wieder einen Gefangenentransport machen müssen. Wer hat einen Fluchtplan? Hast du einen Fluchtplan? Sag dir deinen Fluchtplan. Der wird dann circa so enden. Und was ist jetzt mit deinem Fluchtplan? Ha! Was willst du fliehen? Hammerer! Dann schau einmal! Wir müssten ausbrechen, ha? Weil die Knie scheint zerschossen ist! Du kleiner Du brauchst nicht glauben, dass du da ausbuchsen kannst! Ich werde gleich ins Arbeitslager! Fertig! Na! Bull3XX, danke für dein Follower! Liebe geht raus! So! Okay! Ramm zusammen dein Mist, Kollege! Wo bist du denn, Alter? Avara! Was tust du denn da hinten, Alter? Mach deine Arbeit! Für was zahle ich dir überhaupt, du Schneebrunzer? Ramm zusammen! Sende ihn nach Azkaban, ich werde gleich die Dementoren holen, Alter, und dann zunzelst du die Eier leer! Und zwar nicht im positiven Sinne! Alter, wenn ich da fertig bin mit euch da beim Kontrollieren, werden wir gleich eine Überführung machen, Alter. Dann werden wir die zwei Kasperl gleich abtransportieren. So, wie schauen wir da aus, Alter? Ein Haufen Schauder hat er mit. Ich glaube, ich brauche eine Schaufel.
Dokumente. Das du was, steig aus, ich vertraue euch nicht, oder? So, wie schauen wir aus? So, und das hätte ich jetzt nicht festgestellt. Er kommt Königreich von Erkai, heißt, ich muss ihn sowieso wieder ablehnen, da brauche ich gar nicht lange umeinander. Tut mir total sorry für die, aber heute Embargo, du nix fahren weiter. Du kannst verbissen zurück in dein Land, wiedersehen. Geschissen, geschmissen, ich kann es nicht ändern, Alter. Selber schuld, hätte damals Land ausgesehen. Was ist denn schon wieder, Alter? Ich glaube nicht, dass wir uns nochmal sehen, Alter. Jetzt schau, dass du Meter gewinnst. Alter, am Botschen hast du auch, wollte ich dir noch gesagt haben. Droht mir da. Du, Alter, jetzt hast du einen Schlag in die Schädeldecken ein. Du Rotz. Schau, dass du Meter gewinnst. Das ist der zweite Reifen, Mari. Was, Hurwa? Verpiss dich. Droht mir der da. Ich glaube, ich spinne, Alter. Grenzt ja schon Beamtenbeleidigung. Aber schnell! Nächstes Mal hast du Blei zwischen die Augen! Atma Obermenitka, Achobayo Instrumente, Berwosko Zakrutnikov, Ilio. Ja, ja, wir werden jetzt unsere zwei Häfenbrüder einmal abtransportieren. Jetzt bringen wir den Kollegen aber um mich. Ich muss nur fertig rachen. Wo ist denn das jetzt schon? Ein Arbeitslager, ganz unten. Rechts und wieder rechts. Wie kann ich den Bus eigentlich reparieren? Das würde mich mal interessieren. Pastete Bohne, danke für die Biddies. Wenn du durch die Welt von reist, musst du dich vor der feindlichen Truppen der Oberankhofbande in Acht nehmen. Sie werden versuchen, ihre Kameraden zu befreien oder beschlagnahmte Ware zu zurückholen. Wenn du ihnen begegnest, kannst du weglaufen oder gegen sie kämpfen, um eine zusätzliche Belohnung. Bist du wahnsinnig? Alter, jetzt muss ich da, Alter, da los, Alter. Die Nice, danke für... Muss ich denn jetzt schon wieder hinwollen, Alter? Danke für die 10 Bitties. Jetzt muss ich fighten, Hanno, oder was? Ich will doch nur ein paar Gefangene überliefern. Allein ich der Hinweis zeigt mir schon, dass ich bald einmal eine Attacke kriege. Blackbird, Kuss geht raus, aber Alter, 48.000 Bits, das ist ja nicht ein Überfall. Warum? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Okay, Leute, ihr wollt es, ihr wollt es. Alter, wir können das gerne auf die altmodische machen. Steig aus. Steig aus! Ja gut, das kann dir mir da zum Aussteigen, verstehe ich natürlich. Kannst bitte aussteigen, du Schneebrunzer, jetzt wird geschossen. Da und noch, Havara, los! Wie viel Schuss hast du in deinem Magazin? Schieß ja mal über den Haufen! So schaut's aus nämlich! So, schauen wir mal, ob ihr so Scheins mitgehabt habt, Kinder. Munition für Schrotflinte. Nehmen wir, Alter, hey. Schenkt den Gaul, schauen wir nicht ins Maul, danke dir. Schauen wir da aus. Ja, schau, bist du in Munition? Was ist denn das da? Das nicht hinmachen. Und hättest du einfach liegen lassen oder ist das zufällig da jetzt gelegen? Ich hätte schon gern was gehabt. Wurscht, ich mache euch schon alle fertig da. Alter, was ist denn das? Also ein bisschen mehr Action mit beim Polizeisimulator hast du auf jeden Fall. So, die zwei habe ich kontrolliert, wo linken die anderen zwei Kadaver? Hallo? Haben sie die aufgelöst? Da waren die noch zwei. Wo sind denn die? Achso, die lösen sie auf mit der Zeit. Ja, okay, dann habe ich halt noch die zweite erwischt. Wurscht. Aber ich habe sie besiegt, habe 70 Dollar gekriegt und ein bisschen Munition. Ich trinke keinen Alkohol, ne? Max nächstes Jahr, das war ein Überfall. Ich liebe deinen... Leute, ihr seid ein Wahnsinn, wirklich. Ich küsse eure Herzen. Steigst du Eier wieder? Dankeschön, wir haben noch ein paar Meter zum Fahren. Aber ich glaube, wir sollten noch mal den Bus reparieren lassen. Hoppala. Der schaut nämlich schon leicht fertig vorne aus und mir... Was dem Winter wird es dann kalter, also ganz ohne Tieren. Servus, Flitzi, alles klar bei dir? Sonst passt alles, Leute. Seid ihr zufrieden mit dem Spiel? Oder wollt ihr das andere noch spielen? Oder wollt ihr das beim nächsten Mal spielen und spielen wir das heute durch? Das ist extrem geil.
Dem Bus geht's gar nicht mehr gut. Nein, ich weiß, aber ich muss zuerst jetzt da. Lintrack, danke für den Follower. Ich muss zuerst einmal da jetzt einmal meines Amtes walten und den Kasperler anbringen. Und ich schaue immer wieder, weil ich noch nicht so wirklich Orientierung habe. DMZ Mario, danke für den Follower. Liebe geht raus. Etwas finde ich besser als den Police Simulator. Irgendwer hat geschrieben, der Police Simulator ist besser. Das Spiel finde ich supi. Das Spiel ist richtig geil. Andreas 1108, Servus, danke für den Follower. Du hast sogar schon ein Abo. Scheiß auf die Tür, die saufen Wodka und wärmen sich damit auf. Jo, ist eh super. Weiterspielen, macht schon Bock. Das ist mega, das Spiel. Servus, bin wieder da. Leute, machen wir eine kurze Umfrage, dann wissen wir es. Wir können ja beim nächsten Mal im Police Simulator wieder spielen oder das. Wollt ihr den Rest, die restlichen 1 Stunde 15 das weiterspielen und schauen, was wir noch erreichen, wegen einem Auto? Oder wollt ihr im Police Simulator die letzten 1 Stunde 15 sehen? Danke für deine unzähligen Lacher. Einfach eine Legende. Only Copper, Liebe geht raus. Was meinst du jetzt da? TikTok, schätze ich mal, gell? Wir müssen muss ich Auto, Motor abdrehen. Ich kann das Auto sowieso nicht mit laufendem Motor verlassen. Was sagst du? Wechsel, mir macht beides Spaß. Ich hab gerade echt Gaudi da in dem Spiel. Und es ist verdammt vielfältig. Aber ihr wisst, Leute, ich los. $200 für jeden. Alter, da verdient man echt gut Kohle als Grenzpolizist. Also wenn, dann das weiter. Weiterspielen. Wir machen eine kurze Umfrage. Ihr wisst, ich bin da sehr demokratisch. Ich lasse die Community entscheiden. Das war schon immer so. So, hat glaubt der Händler noch offen oder wäre ich dann wieder überfallen? Wo ist denn der Händler überhaupt? Ich muss das immer ein wenig im Auge behalten, weil ich glaube, ich sollte mal Licht einschalten. Das wird echt schon finster. Was ist die Map? Leute, anstimmen. Das Kontraband-Police ist echt nicht schlecht bis jetzt da. Und jetzt los, wieso kommt mir jetzt die Musik? Das taugt mir nicht. Wo ist der Laden? Sägewerk, Platz, Werkzeug. Friedhof, Karatmodell, alte Ruinen, Arbeitslager. Ich glaube, wir fahren in Platz Laden und dann fahren wir zurück auf. Machen wir es so. Mal schauen, ob der überhaupt um die Uhrzeit mir noch was vertraut. Warte mal, wo bin ich jetzt da einer? Also ich muss mich umdrehen. Ich bin schon so gespannt aufs große Gefährt, oder? 336 Gleithege, ja, ich weiß. Okay, es ist ziemlich eindeutig, Leute, ihr wollt Zeit ist. Aber wir können beim nächsten Mal wieder Police auch. Wir können das ja abwechseln, wenn es wieder heißt Polizeistream, Leute. Ist überhaupt kein Thema. Es hat ja beides vom Grundprinzip her ja mit dem gleichen zum tun. Nur, dass ich da ein korrupter Grenzbulle aus der Sowjetunion in die 80er Jahre bin und bei Maunen bin ich halt ein richtiger Streifenpolizist in Amerika. Aber es schaut ziemlich eindeutig aus, wenn 108 Leute sagen, wir spielen das weiter und 14 Leute Police Simulator wollen. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem da und beim nächsten Mal schaut es vielleicht wieder anders aus. Wir können sie anwechseln auch. Der geborene Kommissar, ja, Kommissar Magra immer im Dienst, oder? Da kennt er nichts. Ich muss ja auch, hey, Alter, hey. Was gab's? Ach du Ich denk mir grad, was ist denn das gerade für ein Symbol? Jetzt wissen wir's! Ja, genau. Ja, verpiss dich, Haberer! Ah, da hab ich zusammengeknallt. Alter, das überlebe ich nicht, wenn da so viele immer auf mich gehen. Aber ich brauch die Kohle. Was, nächster? Wie kann ich nachlaunen? Warte, mein Bus ist gleich sowas von Fetzen hin. Dankeschön. 70, Alter, das ist echt wenig für das, dass ich gerade um mein Leben kämpfen hab müssen. Dankeschön. Ich würde nicht sagen, aber mein Auto ist ein wenig finish. Fährt der noch, Alter?
was mich... Was mich jetzt halt interessieren wird, easy clap, Leute, was mich jetzt halt wirklich interessieren wird, ist, Alter, ob sie die 140, weil ich zwei von den Angriffen angehört habe, im Verhältnis zu den Reparaturen, was das Fahrzeug mittlerweile braucht, überhaupt rentiert haben. Die haben einen kompletten Bus zusammengenagelt. Die hat auch geschaut. Ja, Alter. 80er Jahre russischer Stahl, was erwartest du? Da kannst du mit einer 8er Flak draufhalten, fährt das Gerät einfach weiter. Das, was hast du denn? Das ist noch. Alter, die haben noch so eine Blechstärken gehabt. Heutzutage rostet da das eigene Auto schon beim Hinschauen weg. Aber das waren noch stabile Gefährte. Nachladen ist R, okay. So, jetzt sind wir da beim Laden, aber im Endeffekt kann ich jetzt eh nicht viel was kaufen da. Jo, fahr weiter. Gott sei Dank muss ich mich nicht selber heilen. Also, die habe ich vorher unabsichtlich ein paar Mal ins Knie geschossen. Open, der hat es ja immer offen. Mach auch. Alter, die Tier schiebt mich immer weg. Naja, ich konnte mich. Was ist das? Ich kann ihm nichts verkaufen. Ah, die Schmuggelware hätte ich einer. Wo muss ich den noch schnell hinbringen? Ja, das mache ich beim nächsten Mal, ich habe eh noch nicht viel. Also. Ich konnte mir jetzt eine Schraubflinten um 700. Nein, habe ich nicht einmal. Nein, bringt nichts. Ist was zu teuer. Also, dieser Weg war so. Naja, das einzige, was ich noch brauchen konnte, war tatsächlich eine Schaufel. Falls ich mal einen Sandhaufen durchkämmen muss. Aber ich habe Gott sei Dank einiges an Magazinen jetzt da schon von den Überfällen gekriegt. Aber ich glaube, nachts ist es um einiges gefährlicher da zum Umeinanderfahren als wie tagsüber. Ich muss das ganz kurz kontrollieren. Wo muss ich hin? Mein Hitten reicht. Eieiei. Ich muss komplett durch den Wald, wenn ich die schnellste Route nehmen will. Naja, nehmen wir aber. Alter, ich hab doch nur einen gestraft, auf einmal brennt die hinten! Ja, ruckelt, warum ruckelt? Weil es mich zerrissen hat! Alter, einfach nur hinter mir ein Astal gestraft, brennt, BUM! Die Reparatur hätte sich wahrscheinlich wirklich nicht gelohnt. Wo bin ich jetzt, dein letzter Kontrollpunkt? Ja. Hab jetzt mein Inventar noch? Warte ganz kurz. Ich hab das Gefühl, ich komme nicht mehr heile heim. Ja, hab ich noch. Nein? Hab ich nicht. Der Überfall hat so gesehen nicht stattgefunden. Alter, ey, Blattkiller halt die Gauschen, es ist kein Horrorspiel, ich bin Polizeibeamter. Aber, wenn einer Schaufel jetzt das Risiko eingehe, dass ich da jetzt nochmal hinfahre, zahlt sich nicht aus, ich fahre zurück. Ich darf nichts strafen, sonst bin ich hin. Gauschen, mein Auto, fahr weiter! Ach du Sch. Habe ich irgendwo Licht? Licht ist ja auch an. Passt. Aber der Motor hört sich auch nicht mehr so gut an. Reis, Blaulicht. Ja, bis deppert, dann wissen sie erst, dass ich unterwegs bin. Dann schießt mir der Nächste. Schau, wie langsam das der Hittennummer noch geht. Alter, die Reparatur, was das wieder kosten wird. Ich will es gar nicht wissen. Fetzen hin, das Gerät, Alter. Da werden die Kiewerer einfach über den Haufen geschossen, alle 20 Meter steht irgendwer mit einer Schraut und schießt auf den Kiewerer, das war normal damals. Vor allem, ich hab nicht einmal was mit mehr, das was für die... Warum steht denn der so deppert da? Das was für einen Überfall überhaupt rentiert. Oder wo bin ich? Ich muss immer wieder auf die Map schauen. Nein, fahr nicht gegen den Stau, sonst zerreißt es dich gleich wieder. Alter, ich hab noch echt einen Bratenweg, ich hoffe, ich werde nicht überfallen.
Ganz ungut gerade, ganz ungut. Wenn du jetzt noch wer auf mich schießt, reißt es mich. Es hat gereicht, dass ich einfach nur den Baum gestraft habe, dass die Hitten zum Brennen angefangen hat. Und so schnell kannst du den Motor nicht anstellen. Ja, geh, geh, wird noch geil. Lennoxl, ach, danke für den Follower. Was für hat das gekostet, das Spiel? 12 Euro, das ist gar nicht teuer. Es ist ja erst am 8. März rausgekommen. Da bin ich vorher das erste Mal überfallen worden. Bülkola, danke für den Follower. Wie viel hast du, also das habe ich gerade gesagt. 12 Euro und ein paar zerquetschte. Im Prolog kannst du sogar gratis spielen, was ich gesehen habe. Aber ich habe mir schon gedacht, dass das Spiel zu mir und meiner Community gut passt. Ich bin eh dabei, dass einer die Zechennägel antreibt. Ich habe ja insgesamt 8 Leute alleinig über den Haufen geschossen. So, da ist endlich wieder unsere Grenzkontrolle. Aber die Frage ist jetzt da. Nein, nicht so schnell, weil sonst haben wir gleich wieder einen totalen Schaden. Wie kann ich das Fahrzeug reparieren und was kostet mir das? Wie geht denn das? Er tut ja nichts. Jawohl! Du bist nicht Eigentümer, ja. Atma duro. Was hab ich jetzt gemacht? Nix. Also er hat nur das Auto hin und her wechseln. Hier reparieren. Ja, das geht für einen Fuffi, das geht. Fuffi, das lass ich gelten, Alter. Hätte es jetzt da 300 gekostet, Alter, dann hätte ich gesagt, reißt die Hitten, kein für eine Neige. Aber für einen Fuffi, das kann man losen. So, gehen wir mal pennen, damit wir wieder da kommen. Oder sind schon wieder Leute zum Kontrollieren da? In der Uhrzeit nicht, oder? Nein. Passt? Ausruhen. Hands up, then we gonna drop. Then we gonna drop.